50 Jahre. Aha. Die erste Tagesstätte war, in denen Menschen, Kinder mit hohem Hilfebedarf aufgenommen wurden. Das, damit die Eltern etwas entlastet wurden. Das war damals fast undenkbar, dass man diese Kinder außerhalb des Elternhauses wirklich gut betreuen konnte. Räumlichkeiten einmal in Feierlichkeit anschauen. Ich freue mich natürlich, dass die Einrichtung 50 Jahre alt geworden ist und hoffe, dass sie weiterhin so tätig sein kann. Hatte auf dem Schulweg einen Unfall und hat fast ein Jahr im Krankenhaus gelegen und ich musste dann etwas suchen und hörte dann eben vom Schwarzblickerverein, dass er eben solche Unterbringungsmöglichkeiten tagsüber anbietet. Das freut mich, dass die Rote Hahn so weitergeht.